Fernsehmelodien. Sehr schön, ich freue mich. Ihr hört eine Titelmusik einer Fernsehserie oder Fernsehshow. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort zu geben. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Bei falscher oder keiner Antwort bekommt der Gegner einen Punkt und hat seinerseits die Möglichkeit, innerhalb von 5 Sekunden eine Antwort zu geben. Antwortet er richtig, bekommt er einen weiteren Punkt. Antwortet er falsch, bekommt der Gegner wiederum einen Punkt. Und danach ist die Melodie aus dem Spiel. Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Kopfhörer bitte aufsetzen. Wir machen auch ein Beispiel. Nein, wir machen ein Beispiel. So, ihr könnt mich hören über die Kopfhörer. Gut, dann Beispiel bitte ab. Jetzt schon? Ja, ja, drücken, drücken, drücken. Akte X. Akte X wäre völlig richtig, Ola. Oh. Wenn ich jetzt falsch geraten hätte, könnte ich aber nochmal mitraten. Nein, bei falsch geraten, habe ich ja gerade gesagt, gibt es erstmal einen Punkt für den anderen. Der hat dann 5 Sekunden Zeit, um okay, selber eine Antwort zu geben. Ja, okay, alles klar. Ne? Ja, verstanden. Gut, also Akte X wäre richtig, war dann leider nur ein Beispiel, Ole, aber jetzt geht's in die vollen Fernsehmelodien, Spiel 5. Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt. Hier ist die erste Melodie. Ole? Knight Rider. Das war sehr schnell und sehr richtig. Ja. Knight Rider. Ein hyperintelligentes Auto mit einem Fahrer, der ein IQ hat, einer Felge. So, das war's. Jetzt haben wir den ersten Punkt für Ole und vielleicht im nächsten Song einen für Stefan. Hier ist der nächste Song. Stefan ist gut. Promi-Dinner. Promi-Dinner. Das perfekte Promi-Dinner. Ja, ja, das lasse ich noch so gerade gelten. Das perfekte Promi-Dinner. Ja, nächste Woche kocht Stefan Raab für uns Mettbrötchen, den perfekten Promi-Dinner vielleicht. 1:1 auf jeden Fall. Spannend. Weiter geht's mit dem Song. It's jungle out there. Disorder and confusion everywhere. Ja, Ole? Die Super Nanny. Die Super Nanny. Kommt die Super Nanny dann immer so? Na, ich weiß nicht. Ab auf die stehende Treppe. So, leider falsch. Leider falsch. Punkt für Stefan. Nee, er muss doch raten jetzt. Ja, erstmal ein Punkt. Du hast ja falsch. Erstmal gibt es jetzt schon einen Punkt für Stefan. Oh. Das heißt, habe ich ja gesagt, bei falscher Antwort gibt es einen Punkt für den Gegner. Stefan, 5 Sekunden Zeit. Möchtest du lösen? Nee, ich kenne den Interpreten und den Titel. Ich weiß aber nicht genau, was es ist. Okay, dann lösen wir auf. Das wäre es gewesen. Schaut mal. It's jungle out there. Monk. Song von Randy Newman. Randy Newman. Ja. It's jungle out there. So, okay. Weiter geht's. 2:1 für Stefan ist der Spielstand. Hier ist der nächste Song. Schnell. Tatort. Tatort. Richtig. Klaus Doldinger. Die Mutter aller Fernsehmelodien. Das ist das 3:1 für Stefan. Wer zuerst 7 hat, hat gewonnen. Hier ist Song Nummer 5. Ole? Desperate Housewives. Oh! Aha! Das stimmt. Völlig richtig. Das heißt. Da sind sie. Brie und Konsorten. Das heißt, du guckst das? Nee, da trainiere ich immer. Ach so, ja. Okay. Okay, 3:2 nur noch für Stefan. Ole kommt dran und das ist das nächste Lied. Magnum. Magnum stimmt. Ja. Magnum ist richtig. Hier ist die Auflösung.
Damals, als Waldi Hartmann noch Schnäuzer trug. 4-2. Stefan enteilt. Ole, komm, vielleicht haben wir wieder irgendwas Frauenmäßiges für dich. Wir schauen mal. Ja, das ist gut. Das sind sichere Treffer bei Stefan. Hier ist der nächste Song. Ruhe bitte. Ruhe bitte. Ruhe. Mann, Simpsons. Die Simpsons. Ja. Eine Aber welche Folge? Nein, völlig richtig. 4-3. Ja. Okay, das war ein sicherer Treffer gegen Stefan, glaube ich. 4-3 und weiter geht's. Stefan führt. Wetten, das? Wetten, das ist korrekt. Wetten, das völlig richtig. 5-3 für Stefan. Noch zwei braucht er, dann hat er gewonnen. Hier ist der nächste Song. Thank you for being Golden Girls. Das guckst du? Das frage ich mich jetzt aber auch. Ist richtig. Golden Girls. Thank you for being a friend. Dabei trainiert Stefan dann, weißt du? Ja, das lief vor vielen Jahren immer spät abends. Ja, ja, hör auf, bevor es eine 5 wird. 6-3, du brauchst nur noch einen Punkt, Stefan, dann hast du dieses Spiel gewonnen. Ole, komm jetzt. Nächster Song. Ole? Löwenzahn, Peter Lustig Löwenzahn. Löwenzahn, ist richtig. Da hat Christoph Daum auch das Pupp her, weißt du? Da gehe ich mal Löwenzahn schocken. Oder Pusteblume mit Peter Lustig, der alten Latzhose. So, 6-4. Noch ein. Nach wie vor für Stefan. Ich riskiere es einfach. Beverly Hills, 90210. Ist richtig. Ich möchte nicht beim Training dabei sein, wenn du... Nein, das möchte ich mir nicht vorstellen. Aber es hilft ja. 6-5. Ole kommt ran. Nach wie vor ein Matchball in diesem kleinen Spiel für Stefan. Nächster Song. Walter? Zu heiß? Ich kann es nicht genau sagen. Ist mir zu heiß. Mir auch. Ich glaube, das ist irgendwie irgendwas Deutsches, Krimi-mäßiges, aber was genau weiß das ich nicht. Das kommt dem Ganzen sehr nahe. Wir lösen auf. Das wäre es gewesen. Der alte Siegfried Lowitz. Aber das ist aber auch schon was her, oder? Ja, die Golden Girls aber auch. So, weiter geht's. Raumschiff Enterprise. Raumschiff Enterprise. Ole gleicht aus. 6-6. Star Trek Raumschiff Enterprise. So. Nach einer deutlichen Führung für Stefan hat Ole ausgeglichen. Das hier ist jetzt der entscheidende Song. Konzentration, es steht 6-6. Jetzt gilt es. Welche Serie? Miami Vice. Ja! Es ist richtig, es ist Miami Vice. Oder Jan Hammer.
Ole, sehr gut gekämpft. Geboren. Ja, das ist der Vorteil eines alten Mannes in dieser Runde. Aber das war ganz, ganz knapp. Toll gespielt, Stefans Punkte, aber Ole sehr gut gekämpft. Und das heißt, Stefan geht in Führung jetzt mit 12-3. Aber Ole, hier, guck mal, das ist unsere Torte. 105 Punkte sind noch offen, 15 Mal gerade gespielt. Ganz entspannt sein, da ist noch viel, viel drin.